Ey, meine Freunde, was geht ab bei euch? Xavier am Start mit einem neuen Sound of War Video. Meine Gilde will, dass ich verliere. Ich finde das ehrlich gesagt nicht okay. Ich habe den Chat nicht so komplett mitbekommen, aber heute Morgen waren wir, wenn ich das richtig verstanden habe, Rang 2 und dann haben wir eine Death reingedrückt bekommen und jetzt sind wir irgendwas mit 60. Aber wir haben irgendwie so eine ganz, ganz, ganz starke Gilde bekommen und Darky wollte heute Morgen den Gildenkampf nicht starten, weil wir eben Rang 2 waren. Nahmen sich Darky, Smoo und Flamingo, ich habe deinen Namen leider wieder vergessen, sorry, unterhalten. Und Smoo hat dann geschrieben, mal was anderes, damit wir auf die bekommen. Genau, please starte Darky, wir wollen Markus auch mal losen sehen. Ich finde das ehrlich gesagt nicht okay. Wir kämpfen heute gegen Nakama X. Und ich habe hier vorne direkt so eine Dev gesehen mit Ed und die könnte ich rein theoretisch nachbauen, deswegen möchte ich unbedingt gegen die kämpfen. Und die ist auch noch grün, also das ist ja direkt perfekt, ansonsten hätten wir das hier. Das erste Team sehen wir so oft, das zweite ist ganz okay, aber ich möchte gegen die Windhöllendame kämpfen und ansonsten gucken wir mal, wer so grün ist, nur zwei. Uah! Aber naja, ich habe keine Ahnung, ob der Gegenkampf gut oder schlecht wird. Ich gebe mein Bestes, ja. Ich versuche, meine Gilde zu enttäuschen und nichts zu verlieren. Zum Schluss gibt es wieder eine Frage, wie das klingt. Zum Schluss gibt es wieder eine Frage des Tages. Wenn ihr eine Frage habt, einfach Hashtag FDT in die Kommentare schreiben. Wenn ihr demnächst wieder wollt, dass ich ausführlicher über Animes spreche, dann lasst einfach ein Like da, weil momentan die nächste Anime-Season begonnen hat oder gerade die erste Woche ist. Und ich habe mir da zwei neue Animes angeguckt, also die erste Folge bisher. War, also ich bin wirklich begeistert. Ich weiß nur von dem einen den Namen, das heißt King's Game, also in der englischen Version. Amazing. Also ich fand die erste Folge sehr vielversprechend. Ich bin sehr gespannt, wie der Anime wird. So, ich würde sagen, wir legen jetzt los. Dann haben wir einmal das hier. Oh, The Bay. Sehen wir auch nicht oft. Und dann haben wir ihn hier. Na, Perna hat mich gestern gekillt. Richtige Bit. Oh, Yen Cookie. Ist die nicht deutsch? Die kommen mir irgendwie bekannt vor. Die kommen mir irgendwie mega bekannt vor. Ich meine, das ist eine deutsche, oder? Keine Ahnung. Heißt hier einer? Achso, der heißt Plip und hier vorne der heißt Flip. God. Ich glaube, das ist eine deutsche, oder? Die müssen wir einfach aus Prinzip vernichten. Nicht, dass ich was gegen Deutsche hätte, aber... Und ich bin so gespannt auf diese Defense, weil Smoo und Chris hier gegen verloren haben. Hm. Okay. Beginnen wir mit Yen Cookie. So eine Bit... Family-friendly Content. Und Smoo hat auch geschrieben... das war's. Genug mit Family-friendly Guild Wars. Ja, ich muss mich zusammenreißen, aber gestern war Perna so böse. Das ist so schlimm. Was habe ich gestern gesagt oder vorgestern im Video? Bei diesem... Ich habe einen Liker beleidigt und das hat einer in den Kommentaren geschrieben, war sehr lustig. Du verdammt dummes Monstertier oder so. Wird sich Liker jemals von dieser Beleidigung erholen? Ich glaube nicht. Naja, jedenfalls hat gestern Perna drei Wassermonster von mir einfach kaputt gemacht. Ja, das war einfach so prok prok, papam, crit crit. Und ja, dann war noch ein Monster tot und ich dachte mir auch so, schön, Spiel, ich liebe dich. Ist das der richtige Galeone? Nachdem ich jetzt drei Galeones gezogen habe, das ist der falsche Galeone. Ich brauche den Galeone. Ist das der richtige Galeone? Das ist der richtige Galeone. Okay, dann fehlt nur noch Tiana Nummer 1. Tiana Nummer 2 ist noch 35. Die kann ich nicht so schnell verwechseln. Diese ganzen Dupes. So, oben ist eigentlich relativ easy. Wir versuchen zu gewinnen. Ja, deswegen sehen wir Panda Action. Aber danach bei der Ad sehen wir mal vielleicht was anderes und so. I don't know. Ich will auf jeden Fall... nicht verlieren. Ich versuche es hier. Ich weiß ja auch noch nicht, wie gut diese Nakama-Gilde ist. Sollte gut sein, aber wie gut? I don't know. Ist die Frage, ob ich jetzt Ciara oder Wind Panda möchte. Ich denke, ich nehme eher Wind Panda. Je nachdem, wie tank der Retech ist. Diese Pra könnte mich ruhig outspeeden. Solange sie keinen Quals dann einbaut, passt das. Wenn das passiert, dann... habt ihr Spaß. Let's go. Ich hoffe nicht, dass es passiert. I don't know, ob sie mich outspeeden wird. Meine Messity hat noch ein Speed-Upgrade bekommen. Sie wird uns nicht outspeeden. Sie könnte danach strippen und dann haben wir überall Dots auf unseren Köpfen. Das wäre relativ hässlich. Aber ja, mal sehen.
So. Oh, sie kriegt es nicht überall hin. Perfekt. So, arbeiten wir an Themas, auch wenn er Wille hat. Geht auf Wind Panda, der dürfte das tanken. Ja, perfekt. Also läuft alles gut. Ich cleanse, ehrlich gesagt. Sie macht jetzt ihren Heal. Ist kein Problem. Die kann ruhig Theomas einmal voll healen. Wir hauen da jetzt gleich mit Kupfer drauf. Und hoffentlich stunnen wir ihn dann. Stun! Stun! Ah. No, nicht auf Kupfer gehen. Nein! Theomas, hör auf! Okay, gut. Jetzt ist Endure da. Wir geben Kupfer den Turn und versuchen wieder zu stunnen. Kupfer, ich vertraue dir. Stun! Amazing. Okay, gut. Die erste Runde lief jetzt ganz gut. Erstmal das deutsche Girl vernichten. Vielleicht ist es ja gar kein Mädchen. Vielleicht ist sie gar nicht deutsch. I don't know. So, zweite Runde. Danke, Orion. Sehr gut. In letzter Zeit, diese Pernas sind einfach nur noch schrecklich. Ich möchte auch eine. Ich finde, ehrlich gesagt, also mir gefällt ja die Formwandlung bei Perna nicht. Ich überlege ja die ganze Zeit, was ich ihr geben würde, wenn ich eine hätte, um ihr meine Liebe zu zeigen. Ja, ich finde die Flügel bei Perna irgendwie nicht so cool wie bei den anderen. Haben wir Ciara nicht gecrittet? What? Ja, jedenfalls finde ich diese Drehaura irgendwie am coolsten. Also die momentan auf... Also für Perna, die momentan auf... Auf wem habe ich die drauf? Auf ihr... Und auf Trinity und auf Ariel. Ja, die Drehaura finde ich am besten auf Perna. Meiner Meinung nach. Jeder hat ja einen anderen Geschmack. Ich finde, die sieht am besten bei Perna aus. Das bringt so ihr leuchtendes Rot mehr zum Ausdruck. Frag mich nicht, was da in meinem Kopf vorgeht. Dann haben wir das hier. Okay. Erster Kampf hat Flügelaura. Zweiter Kampf hat diese Shiny-Aura. Die sehen alle so cool aus. Ich bin schon gespannt, was... Die Aura von Saison 3 wird, also von der RTA. The Bay kann alle, macht AOE, oder? Greift alle Feinde mit einem tödlichen Zorn an, richtet Schaden proportional zu eigenem Max AP an und fügt einen Branding-Effekt für 2 Runden hinzu. Dann haben wir Woosa. Gefährlich. Sollen wir zuerst das hier kaputt machen? Ich denke schon. Okay. Immer wenn ich eine Ad sehe, nehme ich einfach ein Wassermonster. Wie zum Beispiel Ariel, der das tanken kann. Und dann müssen wir nur noch mit Kmoon und Dingsbums, Orion, klarkommen. Wie machen wir das? Eigentlich mit tanky Feuermonstern. Das wäre die schlauste Idee, denke ich jetzt mal. Wie jetzt zum Beispiel Laika und Tessarion, oder? Das können wir doch einfach so damit countern. Ich sehe schon, dass dieser Kmoon nicht mit 10.000 critten wird oder so. Wir können auch meinen eigenen Kmoon nehmen, aber ich denke, das wäre keine gute Idee. Der stirbt immer. Immer! Oder soll... Oh, Rakuni. Rakuni, Tessarion. Soll man Rakuni, Tessarion nehmen? Ich weiß, Rakuni ist nicht auf Villa, hat sehr viel der Resistance. Oder nehmen wir mal einen Trevor. Wir können auch Trevor nehmen. Trevor oder Rakuni? Trevor oder Rakuni? Mit Trevor könnten wir dann... Ich nehme Rakuni, ja? So, was machen wir oben? Wir haben Chao, Woosa und Sekhmet. Sekhmet resettet ein Windmonster. Kann ruhig Wind Panda resetten. Dann können wir... Dann nehmen wir Emma zum Strippen. Und dann nehmen wir... Ich würde gerne Beth nehmen, aber die haben Immunity. Also wir strippen das ja nur von einem und dann bringt es nicht viel. Deswegen nehmen wir dann lieber... Ciao, Boy. Ja. Der Gegner Ciao kann dann auf mein Ciao gehen oder auf... Ja, nehmen wir das. Okay. Wenigstens noch ein bisschen... Also können wir Ciao noch mal ein bisschen Liebe schenken. Seitdem er die Flügel hat, will er irgendwie in RTA nicht procken. Ich weiß auch nicht, was los war. Dann habe ich ihm gedroht. Resistance. So sieht Segment aus. Sorry. Dann habe ich ihm gedroht, die Flügel wegzunehmen. Wenn er nicht prockt und dann hat er plötzlich geprockt. Seht ihr? Es klappt, wenn man ihm verspricht. Also wenn man ihm droht, dann kriegen wir das schon irgendwie hin. Tanke der Gegner, Ciao. Aber da Ciao so eine geringe Cooltime beim zweiten Skill hat,
können wir jetzt schon wieder den zweiten Skill machen, was amazing ist. Der ist mega tank. Wir haben gerade da 32k gemacht. Aber ich mag meinen Chao. Der hat auch ein kleines Upgrade bekommen beim FRR. Ist mir noch immer zu slow und hat keinen Wille, aber diese, die Frostruhen auf ihm drauf, die haben ein Upgrade bekommen, also mit Grindstones und so. Resistance Segment, ich weiß nicht, ist ja eigentlich so ein kleiner Witz. Danke, Wusa. Ist ja eigentlich eher so ein kleiner Witz, dass Segment nichts kann und immer resisted wird, aber es ist leider oft so, dass sie resisted wird, was irgendwie traurig ist. Wobei, auf meinem Baby-Account habe ich ja eine. Und da klappt sie erstaunlicherweise immer gut. Also, oh Gott, damn, diese Stunts. Als ob mich dieser Husa killt. Husa ist immer Crit Husa. Kann mein Chao mal bitte zum Zug kommen? Bitte nicht? Okay, gut. So, Chao Boy müsste nächste Runde angreifen können. Hoffentlich. Der ist mir zu slow. Chao, wo ist dein Speed geblieben? Ich glaube, er hat sogar 3 Speed dazu bekommen, aber 3 Speed ist nicht wirklich viel. Segment kriegt zum ersten Mal hin. Bam! 27.000. Wusa ist aber auch Tank hier, meine ich. Also hat meistens mehr Defense. Kommt natürlich darauf an, wie die Leute ihn ruhen, aber auf einem Supporter bietet es sich an, noch ein paar Defense-Subs zu haben. Okay, die haben wir jetzt kaputt gemacht. Die hat aber sehr viele Turns bekommen, muss ich sagen. Also die ist sehr schnell. Also spricht das von einer guten, oder ja, es zeigt eine gute Runenqualität. So, jetzt kommt der spannende Kampf. Es ist klar, dass er das macht. Okay. Okay, alles gut. Deswegen ist Sakuni so amazing hier. Ich denke, wir killen als erstes Kmoon. Kmoon oder Ed? Wer ist die Bedrohung? Ich denke, Kmoon ist die Bedrohung, weil wir einen Tank haben für Ariel. Deswegen machen wir jetzt direkt das hier, damit wir Attack-Leiste bekommen und ein bisschen Heal. Ich weiß, Ariel kann sich gerade nicht healen. Sie bekommt ihr Shredder, dann macht er das. 11.000, ich hab's euch gesagt, dass ihr diesen 10.000 Crit macht. Ich mache gar nichts. Wenn ich so den Rakuni sehe mit seinem Crit beim ersten Skill, habe ich irgendwie Lust, Rakuni mal auf Crit Damage zu ruhen. Also am FRR nächsten Monat einfach aus Spaß. Ich habe ja gesagt, ihr könnt euch ein Monster aussuchen und die meisten... Oder die Idee, die ich cool fand, war zum Beispiel, wie heißt es? Crit Damage Ariel. Ja, also das wäre lustig. Also Defense Crit Damage, Defense Ariel. Also dass ich quasi so meine Kupferrunen auf Ariel lege. Das wäre auf jeden Fall irgendwie sehr interessant. Also wir sehen, diese Ad-Ad Defense, die ich nachbauen könnte, ist jetzt nicht irgendwie so scary. Also der Kmoon hat sehr viel Damage gemacht, aber es... Wir können die einfach easy mit einem Ariel tanken. Ich weiß, nicht jeder hat einen Ariel, aber man könnte rein theoretisch auch einfach eine Rina mitnehmen. Das wird ähnlich klappen. Und dann wird die Ad-Ad irgendwie nicht wirklich viel machen. Und Rakuni war hier echt wieder der MVP und ich denke, er hat sich wirklich die Formwandlung verdient. Ne? Ich habe ja dann im vorletzten Video für euch, denke ich, gefragt, ob ich Rakuni die Formwandlung geben soll, weil ich den ja so oft momentan benutze. Und ich denke, er hat sie verdient. Und sehr viele von euch sind auch der Meinung, ah, Rakuni sieht cute aus, schenk ihm die Formwandlung. Dann hat dein Windpanda einen kleinen Buddy und die passen so gut zusammen. Und ich bin auch der Meinung, ich denke, wir kaufen die Formwandlung. Oder geben die Steine dafür aus. Dieser Orion ist pesky, aber der müsste jetzt sterben. Easy game. Nice so. Bisher enttäusche ich meine Gilde, aber ich habe ein bisschen Angst vor diesem The Bay, weil ich noch nie gegen so einen gekämpft habe. Let's go. Okay, was haben wir denn hier? The Bay ist egal, welches Element ich da reinnehme. Wir könnten rein theoretisch sogar Jeanne mitnehmen. Jeanne. Aber ich weiß nicht, ob Jeanne so schlau da wäre. Ist Jeanne da schlau? Ich meine, die haben Immunity, also bringt das sowieso nicht wirklich viel. Wir könnten aber Jeanne im ersten Kampf benutzen, das wäre eine Idee. Nicht die anderen zwei. Was nehmen wir denn unten? Ansonsten irgendein Tanky Beast. Wir könnten rein theoretisch... Ich meine, wir könnten alles da in den letzten Spot nehmen. Wir könnten sogar Laika nehmen. Aber dann würden die zwei Wassermonster den immer angreifen. Ich denke, wir nehmen Ciara 3. Nehmen wir Ciara 3. Ich hoffe, die kann das aushalten. Ich weiß ja auch nicht, wie viel Damage der macht.
Das werden wir gleich dann feststellen. Sierra 3. Okay. So, und oben nehmen wir dann... Ich habe Angst, dass dieses Segment mein... Oh Gott. Okay, wir nehmen Rakuni, Jeanne und Theomas. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Aber let's go. Nicht überlegen, vielleicht verliere ich ja. Ja, dann mache ich meine Gilde glücklich. So. Sind schnell, ist gut. Bitte proc nicht, Bastet, bitte. Danke. Oh no! Dieser Rakuni! No, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Zum Glück derbt sie. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, 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 Gott. Das ist ja schrecklich. Sie hätte dann den zweiten Skill machen können und dann, oh Gott, wir hätten, also ein Monster wäre direkt schon gestorben. So sieht's aus. Okay, jetzt machen wir das hier. Klappt nicht überall. Ich denke aber, soll ich Unbesiegbarkeit auf mich draufpacken? Ich mache Unbesiegbarkeit drauf. Oh Gott, Jeanne, you idiot. Ha, okay, dann versuchen wir mal das Schild zu brechen. Sehr gut, nice proc. Okay, okay. Nice done. Oh no, Rakuni. Simpsons, geh weg. Ich sehe nicht, was ich machen soll. Geh weg. Ich will nicht klicken. Geben wir Jeanne den Turn. So. Und versuchen zu stunnen. Glaubt ihr, es klappt? Stun! Oh no. Oh no, Jeanne. Oh. Oh, ich glaube, wir werden hier verlieren. Ich hätte nicht Jeanne mitnehmen sollen. Ich glaube, es war auch doof. Ich habe gehofft, dass er nicht revenged, aber er hat revenged. Oh no. Oh no. Wir haben noch nicht verloren. Komm. Mist. Okay, jetzt haben wir verloren. Ah, schade. Es war aber auch mein Fehler. Ich glaube, ich hätte es anders spielen sollen. Aber das Team klappt voll gut von dem. Und schaut euch diese Procs an. Geben wir mal auf. Da konnten wir leider nicht durchbrechen. Das war zu stark für uns. Jetzt bin ich auf das zweite gespannt. Strippt nichts, okay. Wie viel Damage macht er denn? Naja. Nicht so... Oh Gott. Danke, dass du deine Immunity direkt gestrippt hast. Ja, beim ersten hätten wir was anderes nehmen sollen. Ich wollte aber Spaß mit Jeanne haben. Hätte jetzt nicht wirklich für sie gesprochen, das ist, tut mir leid. Das war jetzt nicht mein Plan, dass sie da stirbt. Und dass sie zeigt, dass sie nicht so gut ist, aber es ist leider so passiert. Ja, schade. Revenge, Ciara, nice. Also das ist meine Schutzwille Rache, Ciara. So, also gegen den Orion nehme ich ja gerne Schutz, damit das Richtige, damit nichts Richtiges gestrippt wird von Orion, deswegen habe ich sie mir gebaut. Oder habe ich sie mir gebaut, so. Alright, ein Draw, vielleicht konnte ich meine Gilde glücklich machen. Ich bin nicht glücklich. Nein, wir hätten das anders spielen sollen. War schon ziemlich dumm von mir. Wir hätten überall Wille draufnehmen sollen, wir hätten einen schönen Windtank mitnehmen sollen. Und ja, das Team ist sehr scary. Ich dachte, ich habe irgendwie nicht, bin auch nicht auf die Idee gekommen, dass Rakuni dann ihr den Turn geben kann. Sie hat es ja nicht gemacht. Aber es war sehr gefährlich. Und Jeanne, ich hätte ihn nicht angreifen sollen. Ich habe nicht gehofft, dass er, also ich habe gehofft, dass er nicht revenged und ich habe gehofft, dass sie stunt. Also, nochmal zum Fazit für Jeanne. Ich wünschte, dass Jeanne ein bisschen gebufft wird. Also entweder, dass sie sich selbst heilen kann, Attack-Leiste bekommt, wenn sie angegriffen wird, oder dass die Stun-Chance einfach viel höher wird. Weil sie stunt irgendwie kaum. Also so wie die Dark-Variante wäre es schon ziemlich nice, weil die Dark kann sehr oft stunnen. Die hat 100%, glaube ich, mit dem ersten Skill, wenn er Skill-Ups hat. Dann hat sie 100% Stun-Rate und dann ist das gut. Aber sie hat leider nicht so eine hohe Stun-Rate. Naja, kommen wir jetzt zur Frage des Tages. #DFDT von Justus Mark Nutella. Den Namen kenne ich doch. Den haben wir schon mal eine Frage des Tages von vorgelesen. Hi, Evan. Ich habe gestern Windpaladinen bekommen. Kann ich sie für Giants nutzen? Bitte mach für Rakuni die Formwandlung. Herz, 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 Herz. Ja, Rakuni hat sie verdient. Wir machen die. In einem Video... In den nächsten Tagen. Wo ist denn Rakuni überhaupt? Rakuni, wo bist du? Er ist zwar gerade gestorben, aber es war nicht sein Fehler, es war mein Fehler. Er hat einen guten Job in dem Kampf davor geleistet. Meint ihr, ich sehe Rakuni? Ah, hier oben.
Okay. Naja, also, Windpaladinen in Giants. Ehrlich gesagt, ich fand die Windpaladinen, ich finde die jetzt nicht so gut fürs Endgame, aber für Anfänger oder Leute, die noch gerade so in Giants arbeiten oder so, ist die sehr gut. Die macht den Run ziemlich safe. Also, wenn man so eine am Anfang zieht, dann hilft sie bestimmt sehr in Giants. Die hat einmal hier erholt, die AP-Helle verbinden und erzeugt ein Schild, was sehr nice ist für Giants. Entfernt alle schädlichen Effekte und macht das Ziel unverwundbar. Das ist sehr gut für die für den Defense Break. Auf irgendeinem Monster oder so kann sie wenigstens eins beschützen. Stun kriegt sie nicht hin, aber den Angriffsbalken verringern, das ist auch sehr gut für Giants. Also sie passt sehr gut in Giants. Ich hoffe, du hast Spaß mit ihr. So, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Haben wir doch einen gedrawt extra für euch. Ach, ich hätte was anderes nehmen sollen. Aber wenn ich eine Bestat ziehen sollte, dann werde ich dieses Team auf jeden Fall mal nachbauen, weil das sieht ziemlich nice aus. Und ich liebe Bestat. Aber das wisst ihr ja sowieso. Aber die muss man erstmal ziehen. Na, ich hoffe, euch geht's gut. Haut rein, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao.